Ich habe von dem Projektor teilgenommen, weil es interessiert mich. Ich bin schon 8 Jahre hier in Mümliswil. Es hat viel Spass gemacht, dass ich eine Stufe Jod gelernt habe. Tut mir leid an alle, die mir erst mal gehört haben. Und wie immer hier in Mümliswil, Ramiswil, du spürst dich immer sehr willkommen. Merci vielmals. Ich habe als letzter Gedanke im Fernsehen vor kurzem
Deutschland eine Debatte gehört. Und zwar die Debatte hat es geheißen, bezüglich von der Body, oben ohne für Frauen. Dazu werde ich nichts sagen. Aber heute wird, heute wird überall und ziemlich häufig in der Gesellschaft propagiert, auch das Leben sei einfacher oben ohne. Also nicht ohne T-Shirt, sondern ohne Gott. So wird uns von allen Seiten gesagt und ich persönlich muss sagen, ich glaube es nicht. Ich teile den Glauben von der Jodlermess, ich teile den Glauben auch von unseren Vorfahren, die immer wieder die Melodien gesungen haben, die gewusst haben, dass hinter dieser Welt eine Kraft steht, dieser Kraft dürfen wir vertrauen. Und die Welt wird wunderbar gestaltet von dem, wo die Lilien kleidet, wo die Vögel ernährt und wo unser Leben auch trägt. Ich darf eigentlich nur 5 Minuten predigen, darum möchte ich nur noch einen kurzen Satz sagen. Als letzter Gedanke, das Urvertrauen an Gott und an seine Kraft besteht nicht in dem, was man immer wieder früher gesagt hat, ja, dass man ans Leben nach dem Tod glaubt. Das ist nicht einmal so wichtig. Es besteht das Urvertrauen an Gott, dass man am Leben vor dem Tod glaubt. Das ist viel wichtiger, als Leben vor dem Tod zu glauben. Jeden Tag als Geschenk anzunehmen und immer wieder dankbar zu sein. Nicht alles wird gut, sondern alles ist gut. Das ist die richtige Lebensinstellung, wo uns auch die heutige Jodlermess in Erinnerung rufen. Und ich hoffe, dass die Melodie und die Botschaft euch ganz lange in eurem Leben auch wird begleiten. Und jetzt hören wir genau das, immer viel schöner, was ich gesagt habe, in Form von Jodeln. Es Lied, Herr, in mir wird Glauben sein.
jetzt heisst er noch der Projektjungs. Er kommt noch einen ganz anderen Namen über. Aber jetzt alles zugehen, singen wir euch den Projektjungs, den Walter geschrieben hat. Die heutige Jodlermesse sehr, sehr berührend empfunden. Ich durfte auch bei der Vorbereitung nicht singen. Das war ein Singprojekt und ich habe das grossartig gefunden, dass auch ganz viele junge Menschen mitgekommen sind, mitgemacht haben. Und da sieht man, wie Traditionen auch durch das lebendig werden. Ich habe sehr eindrücklich gefunden, wie viele Menschen sich Zeit genommen haben, sich auch eingesetzt haben. Und diese Freude hat natürlich auch auf alle übergestrahlt. Und ich hoffe, dass wir solche Projekte noch vielfach werden haben. Das war eine grosse Bereicherung, glaube ich, für uns alle. Und diese Freude und Begeisterung haben wir auch heute gespürt von der Seite der Menschen, die da waren und zugelassen haben. Und ich glaube, das ist wunderbar angekommen. Das hat sich auch sehr, sehr gut angehört. Und wir sind alle dankbar und froh. Ich leite seit fast 10 Jahren den Jodelclub Ramiswil. Und die haben natürlich immer eine Jodlermesse gehabt, aber die war nicht mehr so aktuell. Und dann habe ich gedacht, ich könnte auch einmal für den Club eine Jodlermesse schreiben. Ich habe das gemacht und habe 5 Lieder geschrieben, für Jodlermesse zu singen in der katholischen sowie in der reformierten Kirche, damit wir ökumenisch sein können. Und das ist dort hat es die 5 Lieder ergeben und jetzt haben wir hier eine Uraufführung gemacht. Und wir haben einen Projektchor gegründet. Da sind etwa 60 Leute dabei. Und das war eine ganz gute Sache. Jetzt haben wir das können aufführen hier in Mümmeriswil, in der Kirche.
in einer Messe. Und das ist sehr erfolgreich verlaufen. Und es ist sehr schön, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben heute eine wunderbare Uraufführung mit der Jodermesse, mit Jutzen oben, die der Walter Stadiumann geschrieben hat. Die Küche war wunderbar voll gewesen. Die Leute hatten Freude gehabt. Jetzt sind wir hier in der Kätzli Matte am Raclette essen, noch ein bisschen zusammenhocken und etwas trinken und stossen zusammen auf diesen wunderbaren oben an. Ich wünsche allen alles Gute. Das ist nicht.